Eigentlich bis 0 Uhr. Dann habe ich so, dann kann ich wieder meine Mackey App gamblen. Hoffe ich auf ein gratis Eis. Und ja, also ich meine, so mit dieser Krone ist man ja wirklich ein Target hier. Also dass ich da noch nicht an Drive-By gestorben bin, ist ja das Grenze ein Wunder. Du hast sogar zwei Kronen auf. Ja, das einmal der Schutz und einmal einfach der Schutz für die anderen. Die wissen, ah, der King ist back. Und ja, jetzt muss ich halt irgendwie so 3/4 Stunde warten, kann ich wieder gamblen. Ich hoffe auf gratis Zeug, weil ich habe kein Geld. Ja, dann wünsche ich dir viel Erfolg. Und ich wünsche euch einen schönen Abend. Der hat ein Fahrrad, da wird man ja richtig neidisch. Der hat ein Auto, da wird Daniel richtig neidisch. Mach einen Führerschein, Junge. Kann doch nicht sein, dass der Risser den Lappen und den Führerschein geschafft hat. Also, habt ihr den verstanden? Ich bin einfach viel zu witzig so. Und ich bin einfach... Also, ich bin echt gegen Sauchen, aber ich bin ein Vertreter von Recycling. Deswegen, ich bin auch immer der Meinung, wenn wir schon mal cool ausschauen. Und Krone und die Schnellfickerhose und das Shirt und die Schuhe, also die Nikes, so die Sneaker. Boah, ist das grauslich. Dann noch ein fahrbaren Untersatz. Also an Coolness hier bin ich ganz klar der King. Der ist Heavyweight. Den Favoriten. Ach, ist das ekelhaft, Alter. Schwenken wir zurück, vielleicht freut sich ein Kind drüber. Das Zurücklegen habe ich jetzt nicht gefilmt, denkt das euch. Aber eigentlich verkaufe ich das ja weiter an Grundschüler. Wir sind ja beim McCafé und dann beim OG, beim gelben M. Und ich bin da Beste und deswegen muss ich auch hin und wieder ein bisschen Bescheidenheit zeigen. Donate ich so an sterbende Afrikaner Videospiele, also Steam Codes, Humble Bumble und Game Bumble und Humble Bee. Und deshalb habe ich halt kein Geld in der Hose. Und deswegen muss man bis 0 Uhr warten und hoffen, dass irgendwas gratis beim McDonald's erspielbar ist und dann bin ich ja der Beste. Weil dann habe ich kein Geld für den Mackey ausgegeben. Kein Geld für den Burger King ausgegeben, obwohl der ja eigentlich die Hälfte meiner Outfits finanziert. Also ich tanze auch gern nackt als König mit meiner Prinzessin. Diejenige muss ich nur noch finden. Mädel-Leute. Und ich habe sogar einen Parkplatz, der gehört mir. Der gehört schon seit meiner Geburt eigentlich mir, dieser Parkplatz. Oh, jetzt habe ich fast auf einen Drive-By gehofft, dass ein bisschen Spannung jetzt steht bei dem Video. Weil es ist ein feindliches Territorium hier so. Muss man schon auch Stahl haben. Ich will mich hier ein bisschen auch selbst benassen. Schaut euch das an. Die parken da alle mit ihren Gas- oder Hybriden. Tesla ist ja in der Nähe, die Fabrik. So im 10. bis 23. so Industrieviertel so. Und ja, ganz ehrlich, ein Roller. Ich glaube, ist nachhaltiger als eine Jahreskarte für einen Bus, die ich bald wieder kriege. Dann spiele ich eine Runde Fußball. Vielleicht finde ich ja jemanden, der cool genug ist, mitzuspielen. Also die Leute hier, die lachen mit mir, nicht über mich. Das ist ganz wichtig. Manchmal trügt der Schein. Aber wenn ein Gegner von mir steht, fängt er ins Lachen an, damit er nicht weint. So. Ich bin Siegertyp. Bin absolut cool. Keiner kann es mir reichen, das Wasser. Tor, Tor, Tor. Da möchte man fast meinen, man kann mich nicht leiden. So hier bei der Burger Birthday Party. Aber ich bin ja für jeden Spaß zu haben. Den muss ich dann Pixel reden, wenn er sein Gesicht jetzt da glücklich gezeigt hat. Ich bin ja für jeden Spaß zu haben. So. Also so rauchen, saufen nicht. So eher so Mario Party 8 abends. Da brauchen wir einen vierten und Edgy ist halt schwul. Wir sind hier bei Phil's Place. Philipp war vorhin tatsächlich im Kino. Mit seinen Bitches und mit Bernhard, a.k.a. Jonas. Ich möchte nicht Bernie genannt werden. Aber dazu muss man auch sagen, er hat mich nicht gegrüßt. Obwohl er eigentlich oft mein Kameramann ist für Kleingeld so. Also da möchte man fast meinen, dass das einfach die Eifersucht ist. Weil wenn man Frauen angeht und ich daneben bin, hat man ja keine Chance mehr, einen Stich zu landen. Da, die tun alles so uninteressiert an mir. Dabei hat man es in ihren Augen gesehen. Also hätte ich die Augen gefilmt, dann... Also das ist so ein bisschen wie das Fire Blue von Doom. Das wäre so ein Bitrate-Killer, die Augen. Weil die funkeln dann irgendwie in RGB und in Smück und zerreißen das ganze Bild. Und dann kann ich die Aufnahme löschen. Und so.
Das wäre urscheiße. Wäre richtig schade um die Zeit, die ich mir... Also ich mache hier Content, ihr müsst mir schon donaten. Ich mache doch bald einen Merch-Store auf, wenn ich weiter so ein krasser Designer wert bleib, bin. Never forget. Das war eigentlich, also der 24.05. Das ist ja eigentlich der Beginn meines Lebens so. Also da hat die Kindheit aufgehört so. Keine Oma mehr, die mich durchfüttert. Mein eigener Mann sein. Und ihr seht's, ich gönne dem Staat nicht das Geringste. Alles wird wiederverwendet. Freiheit für die Tiere. Ich esse ja nur den Vegan Long Chicken vom Burger King. Der kostet 40 Cent mehr, aber das ist das erste Vegan-Ding, wo ich sage, damn, das schmeckt sogar besser als das Fleisch. Weil sonst waren vegane Fleischersätze irgendwie immer Panne. Auch wenn sie paniert waren. Da, die hat auch schon gedacht, boah, ich hänge da mit dem alten Knacker rum und da ist Roman direkt vor mir. Fragen wir ihn doch nach einem Dreier. Ah, und dann wäre es ein Vierer geworden. Und dann hätten wir Daniels Schule gemacht, aka ein Fünfer. Ich bin so witzig. Und man muss sich hier hart bewaffnen. Das Siegergebiet, das ist nichts für schwache Nerven, Alter. Weil ihr seht, sogar Leute aus Burgenland. Also wenn, also eigentlich müsste ich die Steine ja auf die Karre hier werfen. Aber es ist wahrscheinlich wie bei Feuersteins. Das, also wenn man genau hinschaut, hat das Teil keine Räder und auch keinen Boden. Sondern man muss einfach mit den Füßen anstrampeln, weil Burgenland. Und ja. Ich muss also es ist ja ganz gut, dass ich das filme, weil eben die Zeit, der Zahn der Zeit, beißt den McDonalds-Besucher. Und ab 0 Uhr kann ich mir wieder mein Gratis-Eis stanzen. Wenn mich die Leute komisch anschauen, dann ist das meistens aus Neid. Skill issue. Ratio. Get real. Ihr seht, Probleme werden mit Worten gelöst, nicht mit Prügeleien. Die Medien verbreiten ein ganz böses Bild vom 10. Aber hier ist alles cool, hier ist alles too red for the rest. Alter, hier schaut man auch auf die Kids. Deswegen auch Happy Meal, so ein bisschen für die Kinder. Ich werde dann auch die Rutsche checken, wenn man da über reinpasst. Diese Fragen stellen sich eigentlich normalerweise nicht, wenn man ganz oben auf den Gipfel. Also wenn man jetzt irgendwie die 10 größten Männer der Welt nimmt, die größten Sieger der Welt nimmt, dann stehe ich noch, also dann gibt es eigentlich 3 Drittel. Das ist der erste Drittel ist so die größten Sieger, das zweite Drittel ist dann einfach gar nichts, das dritte Drittel bin dann ich und Niklas, Daniel, so Leute halt. Und dann gibt es noch das verborgene vierte Drittel, das ist ganz weit unten und das ist einfach edgy im Keller, wie er wächst. Weil wenn man das M umdreht, ist es ja ein W, also ein Win. So ein gelbes Win, das mich ja immer anleuchtet, wenn ich hier rumlunger, am Klo schlafe und negativ auffalle. Also ich bin ja kein Mensch, der Privatgespräche abhört, aber dieses Warum, das klang ja schon wirklich, als wäre Kacke am Dampfen. Also vielleicht muss ich noch meine Kung-Fu-Skills auf Zelluloid festhalten. Viele glaubten ja, dass ich auf der Straße groß geworden bin und einfach heftig gut und heftig schnell boxen kann. Also der Boxenstopp von Guido, dem Haberer von Luigi in Cars und Cars 2 und Cars 3, der ist nichts dagegen, Alter. Reifen wechseln, was willst du, Junge? Ich wechsle Beine. Und zwar meine eigenen. Und dann geht er wupp, 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 und die trauen sich dann gar nichts mehr. Wie aussieht das mit Klamotten? Und die reden gerade über meine Fashion so. Weil wir selber haben alle keine Ahnung von Fashion. Und ich bin halt fesch. Hm? Ich bin fesch in fresh. Also fesch, Apostroph N, Apostroph zu. Fresh. Und ich glaube, die Mitarbeiter, die erkennen mich schon so vom Face her. Schauen mich alle ganz neidisch an, weil ich so der King bin.
Der hat tolle Haare. Muss ich auch wieder wachsen lassen. Aber für ein Video brauche ich dann halt eine Glatze. Also hat schon alles seine Wichtigkeit. Da, der zum Beispiel, das ist ein netter Junge, der fährt hin und wieder mein BMW. Habe ich ihn gegönnt, weil ich immer gesagt, ja, ich habe auch einen Maybach, ich habe auch einen Benz, ich habe auch einen Käfer. Also ich habe Hörbi, den originalen Hörbi, ich habe den originalen Knight Rider, ich habe die Karre vom E-Team, ich habe einfach alles. Und was ist ein Geschenk für einen Mann, der schon alles hat? Ich habe mir sogar einen Hut gekauft, wie der Pingu. Der ist gestorben, der Voice Actor. Boah, die raucht und fährt das Auto und der Ehemann im Background sitzt in einem Kia. Also ein cooleres Bild kann man ja gar nicht zeichnen. Das, was ich hier abziehe, könnte man auf Einsamkeit zurückführen lassen. Aber nein, ich ritze mich nur wegen Edgy.